Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die mit mir, den Kabin, und wir sind hier immer noch in der Vorbereitung, also quasi seit gestern aufnahmemäßig, ist jetzt wirklich jeden Tag später, weil wie gesagt, gestern haben sie angefangen bei mir zu bauen, das habt ihr wahrscheinlich mitbekommen, und da war, wäre nicht so cool gewesen bei Horde und Bohren und so, habe ich mir gedacht, jeden Tag später, ne? Und das Gute ist, heute werden wir wahrscheinlich nicht gestört. Denn heute ist Sonnabend und jetzt sind schon wieder Dinge passiert. Aber positive. Denn ab gestern Abend. Ja, ist doch gut. Seit gestern Abend ist es keine Experimente mehr. Es ist eine Stable. Also die Stable ist jetzt offiziell raus. Ich bin gespannt. Weil. Ja, Update ich habe nicht. Also, da stand ja bloß Stable Out und ich habe umgeschalten und das war halt. Naja. So, was müssen wir... Was muss ich überhaupt jetzt machen? Also, ich habe jetzt soweit alt aufgewertet, bis zur zweiten Reihe, und dann hat es ja nicht mehr erreicht. Wir hatten gestern Probleme mit der Schreithose. Daran kann ich mir auch noch erinnern. Munitionstechnisch sieht es... ja, okay. Es sieht okay aus, aber auch nicht besser. Muss reichen. Mehr haben wir eben halt nicht. Und quasi, dann werden wir morgen... Oder ich werde morgen anfangen, den Graben auszuheben. Also quasi nach der Horde. Ist jetzt uninteressant für euch, aber interessant für mir, weil es... Gut, okay. Ena muss das ja machen, ne? Gut, warte mal, ich bin gespannt, ob das so klappt, wie ich mir denke. Weil wie gesagt, das ist... Oh, jetzt haben wir schon 90 Stück. Das ist schon mal gut. Wie gesagt, das ist jetzt die zweite Horde. Die könnte ein bisschen, ne, schwerer werden. Vielleicht, eventuell. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Komischerweise... Oh, Alter. Warte mal kurz. Ich muss mal hier kurz den Ton einstellen. So, und da bin ich auch wieder, ich muss mal kurz den Ton vielleicht ein bisschen einstellen, weil das ist doch ein bisschen laut, muss ich sagen. Wir werden sehen. Ach, mit das wird schon reichen, das ist die zweite Horde, wir haben... Ja, lach ich doch drüber, hier. Sollen sie kommen. So, aber wir können jetzt so großartig hier nicht machen, wa? Die Turrets sind hier da... Ich hätte mal meine Fresse halten sollen. Kischt mal, wer da ist. Ich hätte es mal laufen lassen sollen. Idiot. Vielleicht hätten die Turrets das erledigt, aber die brauchen immer eine Weile, wa? Und warum hat er noch nicht angefangen zu schießen? Hallo? It war da. Ach, der Gegner da. Warte mal, das müssen wir ändern. Ich versuche mal was anderes. So. Warte mal, ich packe mal die Kohle weg. So, und du, wenn ich es hinkriege, solltest eigentlich... Schon wieder den falschen Knopf gedrückt. Das kann doch nicht wahr sein. So. Du sollst hier rüber. Der tut da auch. Ist ja krass. Dann mache ich das doch da. Da mache ich doch hier hoch. So. Dann macht er doch die ganze Ecke hier, ne? Und schießt uns den Block weg. Hm. Was soll's? Wenn es ihm Spaß macht, soll er machen. Gut, dann kämmt der hier die Seite hier ab. Das machen wir. Bleibt ja nicht anderes übrig. Ich würde mal sagen, ich mach mal kurz nochmal einen Cut. Und wir sehen uns dann quasi, wenn die Horde angefangen hat. Ne? Also, bis gleich. So, und da bin ich auch wieder. Ich muss jetzt hier stehen. Ich habe ein bisschen rumgestellt. Und zwar habe ich die Geschwindigkeit ein bisschen runtergestellt, weil die war schon wieder auf 5 eingestellt. Das würde heißen, wir würden eine ziemlich kurze Horde kriegen.
Im Nachhinein bin ich gerade an überlegen, ob das so eine gute Idee ist. Mit unserem munitionstechnisch mäßig könnte ein bisschen schwierig werden. Aber, ja, was soll's. Ich habe ja noch meinen super Bogen. Ohne Pfeile. Gut. Mit 70 Pfeile. Knappe 80. Junge, nee, damit hebe ich die ganze Welt außer Angeln. So, sag mal, ich hoffe, dass das so funktionieren tut. Eins stelle ich nochmal ein. Und zwar, wie immer, stelle ich ein bisschen das Gamma hoch. Okay, hat Fälle gebracht. jetzt ist es aber nicht da gut, dazwischen zu stehen, wa? Wenn ich jetzt hier so stehe, kriegt er selbst ihn. Wenn ich dazwischen stehe und da kommt was, dann kriegt er selbst ihn auf den Zopf. Okay. Ich werde das später nochmal umsetzen. Ich werde den Block hier reinsetzen. Das ist ja genauso wie da drüben. Muss er durch. Hm. Eigentlich wäre das gut, wenn die Turrets auf dem Dach sind. Nur die schießen ja nie runter, glaube ich. Naja, wir werden es sehen. Also in 10 Sekunden, die jetzt auch wahrscheinlich länger dauern. Ich hält. Okay, Entschuldigung. Aber das eine gibt es nicht ohne das andere. Und ich hoffe, dass jetzt die Map sich wenigstens ein bisschen abgekühlt hat. Weil wenn wir Schreitussen in der Horde kriegen, ist es ein bisschen schlecht. Würde ich jetzt sagen. Einfach mal so. Gut, die Munition habe ich auch mit bei, weil Schrott wird sich ganz schnell verballern lassen. Kleiner Test. Kann ich das auch wieder zurück zu Eisen verwandeln? Umwandeln? Wo ist denn das jetzt hin? Ach da. Jo, 2 Stück kriegen wir davon. Okay. Hm. Ist ein bisschen wenig. Also wir machen immer einen Verlust. Das ist ja Schidde. Naja, Leute, ich würde mal sagen, viel Spaß bei der zweiten Horde. Ich werde sie wahrscheinlich haben. Und das geht los. Ach, die kommt von da. Und der schöne Weißhaarback ist auch noch da. Genau, machst du platt. Ich helfe noch ein bisschen. Die frisst aber, die fressen ja schön viele Munition. Ich sollte die gute Munition erst noch nehmen, wa? Oh, sie ist auch da. So. Mach die weg. Lass mich raten, keine Munition, wa? Kein Problem. Ich lade nach. Und weiter geht. Aber ist irgendwie ist das nicht so, weil ich muss das ja ständig nachmachen. Das ist ein bisschen blöd. Hey, ausziehen. Es geht aber. Das ist natürlich, die kommen jetzt von der Seite, wa? Arbeit funktioniert. Und alt was funktioniert es nicht. Aber die kommen ja ganz schön dicht, wa? Ich sag ja, die Holzspikes, die sind für ein Puppes. Ja, ist doch gut, Bauzi. Ich hab einen Punkt. Das war noch nie alles.
Das kann doch nicht alle gewesen sein. Na, sag ich doch. Es kann nicht alle gewesen sein. Die haben bloß die Seiten gewechselt. Was ganz gut ist. Habe ich nicht noch vor 5 Sekunden gesagt, erstmal die Schrottmunition hier? Oh, wir haben Spiders. Spider-Man, Spider-Man. Der nicht mehr kennen. Okay, Reim sollten wir noch ein bisschen üben. Oder sein lassen. Weg mit dem Kopf. Ich staune noch keine Schreibmuster. Kabin, halt die Klappe. Einfach hinhalten. Und kicken, was passiert. Alter, die Knarre, die ist Wahnsinn. Munitionswechsel. Okay, der zieht doch nach unten. Aber das Dach wird zu weit oben gewesen sein, ne? So. Und weiter geht's. Aha. Wir müssen bloß aufpassen, dass sie nicht von der anderen Seite kommen und wieder doch Probleme kreieren. Aber die hat hier schöne freie Schriftbahn, wa? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Cool. Auf jeden Fall sind hier schon mal ein paar mehr Zombies. Oh, Alter, wie kann denn was werden? Wie gesagt, das ist erst die zweite Runde. Not bad, not bad. Da kommt Bauti. Okay, kann hier auch dazwischen stehen. Passiert überhaupt nicht. Oh, jetzt kommt es von hier, oder was? Das ist unfair. Hier keine Tore. Hier ist aber Feuer. Das ist kacke. Gut. Das müssen wir ändern. Falscher Knopf. Stopp! Alter, das sieht aus. Alter, das ist ein Makas... Makasaka. Ein Massaker. Aber cool, dass man da hinten sehen tut, wie die gespawnt werden, wa? Ich hab das gerade gesehen mit dem Hund. Gut, jetzt könnte es aber ein bisschen knapp werden mit der Munition. Aber hey... Kannst du mal, ich wollte gerade sagen, kannst du mal umfallen? Ich glaube, wir bräuchten noch mal einen Zaun. Wie gesagt, später kommt der Zaun ran. Von innen. Aber jetzt, würde... Sag mal, wo schießt du gegen? Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob die Torrent irgendwas trifft. Sie registriert, dass hier welche kommen, aber irgendwie ist es nicht so, noch nicht so ganz, ne? Warte mal, ich werde mal was versuchen. Ich kann nicht... Warum? Hallo? Er springe da rauf. Ups. Hau ab. Okay, wir bleiben doch erstmal hier. Piepmetze. Hätte ich jetzt nicht mit dir rechnet. Haha.
Ich habe gedacht, jetzt zur Zeit erhöht und ist vielleicht auch besser, aber nö. Hm. Warte mal, wir werden die Turrets trotzdem hier oben hinstellen, aber ich würde mal sagen, die Horde ist schon wieder vorbei. Ich würde mal sagen, wir haben die Horde geschafft. Okay. Ich hätte jetzt gedacht, Zeit hochgestellt, mehr Stress, aber... Naja. Naja. Also braucht er die Zeit nicht hochstellen. Bringt nichts. Ach ey, werde ich mir das jemals merken? Also, ihr könnt die Zeit hochstellen oder runterstellen, spielt kein Walzer. Jetzt sind wir eine ganze Stunde zu früh drin. Ich glaube, wir müssen die Zeit wirklich so einstellen, dass bis 4 Uhr oder so gehen tut. Wenn man mit so... Gut, wir werden erstmal rausgehen looten und hoffen, dass es wirklich nicht kommt. Weil das war ja letztes Mal, also da war ja 5 Sekunden Ruhe. Alter, die haben... Die haben das kaputt gemacht. Hey, Munition. Das ist gut. Das ist... Noch mehr Munition? Das war's. Naja, die Belohnung ist ein bisschen schmal. Gut, du kommst bei mir im Schrank drin. Wauzi? Ne? So, da ist noch ein Sack. Naja, ich sag mal so, hätte ich jetzt die Zeit nicht runtergestellt, würde die bis 12 Uhr gehen und dann wäre auch Feierabend. Wir sind eben halt richtig gut. Ich würde mal sagen, ich mache nochmal einen Cut und wir sehen uns dann gleich wieder. Also, bis gleich. So, und da bin ich auch wieder, ja. gut. Die Horde war doch ein bisschen leichter, als ich gedacht habe. Also, trotz wo wir die Zeit hochgedreht haben, wie gesagt, Zeit hochdrehen, keine schwere Horde. Nun gut, dann ist die eben halt so. Ich habe jetzt auch die Zeit wieder auf ganz normal gestellt. Also, die ist wieder auf 5 eingestellt. Hätten wir heute sparen können. Okay. Habe ich nicht gewusst. Also, ich habe jetzt gedacht, dass eben halt... Strikt bis 12, also zack, Horde und so. Und ja, war nicht. Gut, was machen wir? Ich würde mal sagen, wir nehmen erstmal die Kohle. Und so ein bisschen Stuff. Und dann machen wir mal Alpha Pissimo Richtung Händler oder so in der Art. Jo, wenn ich irgendwas hätte für einen Händler, was sich lohnt tut. Sehe ich gerade nicht so. Aber vielleicht hat er was. Aber wir waren doch erst vor kurzem in Kofen. Das ist dann auch ein bisschen blöd. Jo. Ne? Ich nehme mal ein bisschen roten Tee mit. Blödsinn. Wir nehmen nur die Kohle mit. Die können wir nämlich verkaufen. Und dann nehmen wir wieder zurück in die Stadt. Da sind ja nur ein, zwei Häuser und, ihr könntet ja auf ihn wie ich da machen und außerdem ist ja noch da was in der Kiste, ne? Das muss ja auch leer gemacht werden. So, und das heißt, wir mischen dahin. Dort. Alter, und da, hier sind überall Sachen versteckt. Ja, und ich habe hier auch was markiert. Was war denn hier? Hm. Beschwießt das ja nicht mehr. Kann ich später nochmal nachgucken. Gut, ich mach mal hier einen Wegpunkt, dass wir uns hier nicht verfahren. Haha. Gut, und ihr passt auch weiter auf, ne? Hm? Aua. Naja. Ich würde mal sagen, das mit der Horde hat nicht so geklappt, wie ich mir gedacht habe. Das hast du ja schon gesagt. Das war mal wie so. Ach, das ist doch schon wieder alt. Das geschmiedete Eisen, warte mal. Ich werde nochmal schnell... Achso, dazu brauche ich ja kein geschmiedetes Eisen.
Ist ein bisschen ärgerlich. Das ärgert mich jetzt echt. Das wohnt mich ein bisschen. Mit der Horde. Aber da machst du nichts. Ja, muss ich mal gucken, was ich mache mit der Horde. Das muss ich irgendwie korrigieren. Oder ich lasse einfach die Zeit so, Kabin. Ne? Einfach Zeit so lassen, dann ist halt wieder in Ordnung. Mann, das ist ja eine scheiß Start in der neuen Alpha 18. So jung und so ein Kack. Aber wie gesagt, kannst du nicht der Alpha anlegen, das hast du ja selbst, ne? Eingestellt. Naja, vielleicht kriegen wir hier ein paar Zombies extra und werden auch dafür extra belohnt. Ja, müssen wir mal gucken. Mir fehlt hier zum Schnellfahren so eine leichte Einrastfunktion. So rumdrücken, weil sonst kriegst du einen Krampf in den Zeigefinger. Den Zeigefinger? In den Finger, Mensch. Hui. Ich hätte auch mal eine Schippe mitnehmen sollen. Zu spät. Ich bin Geländefahrer. So, da waren wir noch nie drin. Ich guck mal nach. Ich gucke. So, sag mal, wie komme ich denn jetzt darin? Am besten durch die Tür. Die Frage ist, wo ist die Tür? Das ist hinten? Würde ich jetzt einfach mal so sagen, ne? Ich könnte ja rein theoretisch. Ist das nicht eigentlich ein Camp, wo Schlangen oder so? Aber weil da Hundekäfige sind oder so, je hoch davon aus, baut sie's. Höchstwahrscheinlich. Schnauze. Ich gehe davon aus, dass da Bauzis drin sind. Hä? Okay. Ach, das hatte ich ja schon letztes Mal gesagt. Scheiß drauf. Ich will doch bloß gucken. Gut, da sehe ich keinen Hund. Es könnte auch sein, dass da kein Hund drin ist, Kabin. Oh, Alter, die... Ach, ey, ich hasse das. Die war weg, die rüber. Okay, wenn ich jetzt herunterspringe, ist es so oder so zu spät. Hey. Schwebende Pfeile. Es funktioniert. Hundekäfige und keine Hunde, das ist ein bisschen komisch. Aber hey, Geschenke. Wow. Das war ja ein richtiger Reibach. Naja. Jetzt habe ich aber eben einen Schreck gekriegt. Ich habe gedacht, auch ohne Ratsche. Zwar grau, aber ich habe eine Ratsche. Wahnsinn. So. Alle gut. Wir sind da. Ach ja, ach jo. Schnicki-Pi und so, ne?
nehme ich natürlich mit. Und das Holz nehmen wir auch mit. Ab und zu denke ich dran. Sag mal, die sind doch... Achso, der zieht gleich die Schuhe aus. Ja, da zieht es mir aber die Schuhe aus. Gut, eher. Wollte ich jetzt gerade nicht machen, aber... Hm. Gut, wenn das so will. Ich müsste eigentlich das Zelt abbauen. Das ist mir aber ein bisschen zu viel Arbeit. Da ist nichts. Ja. War okay. War okay. Ich hätte jetzt hier gerechnet, weil da Hunde und so, ne? Und da ist auch Hund drinne. Ja, ja, ist doch gut. Echt jetzt? Och Mann. Ey, wir sind doch da lang gelaufen. Das hat der nicht gescheckt oder so? Noch nicht mal ein bisschen? Hey, fast ja keinen Schreck gekriegt. Oh, Alter. Ich hasse das. Ich hasse das. Da kickst du mal hier nach und dann sind da auch Hunde drin. Könnte mal auf mein Fahrrad bleiben sollen. So. Hä? Ach da. Ich suche schon mein Fahrrad. Gut. Okay. Aber wir haben einen Schraubenschlüssel. Ist ja auch mal was. So, da dürfte eigentlich noch nicht respawn sein. So lange sind wir noch nie weg. Na, jetzt resettet sich das so ja noch, weil wir fahren ja wieder dran vorbei. Nun gut. Dafür klaue ich den die Autos. Warum? Weil ich jetzt eine Ratsche habe. Warte mal, das werde ich auseinandernehmen, wa? Was? Oh nein, nicht reparieren. Ich Idiot. Och Mann. Warum? Warum tue ich sowas? Ach, da ist eine Mod drinne. Deswegen. Wartet mal, wir müssen erstmal die Mod rausnehmen. Oder ist die besser? Wartet mal. Ist die besser? Die ist besser. Die ist so ja ernst. Deswegen ist sie besser. Gut, dann kann die doch weg. Und wir machen wieder die Mod drin und dann ist das gut. Dann ist die doch nicht so schlecht gewesen. So. Wir sollten so wohl anziehen. So, wir... Ach ey, was mache ich? Ich drücke hier den Knopf und der... Ganz komisch. Warte mal, die werden wir mal schnell reparieren. Schnell. Und dann ratschen wir mal schnell das Auto auseinander. Ich will mal kicken, ob wir das Glück haben sollten und einen Motor kriegen. Nö. Mhm. Ich seh dich nicht. Ach, oh, Alter, dadurch, dass die so weiß sind. Geile Tarnung. Ich hab die echt nie gesehen. Ja, du Held. Du hast alt umgestellt wieder, also wieder zurückgestellt, aber das hast du nicht gemacht. Gut. Dann haben wir das jetzt wieder zurückgestellt. Sag mal, Krieg von Essen, ja, okay, doch. Aber nicht viel, wa? Viel Lebensenergie kriegen wir nicht zurück. Da brauchst du ein paar Blätter. Sag mal, was kriegen von dir? Normalerweise müsste ich doch mechanische Parts kriegen. Jedenfalls war das mal so. Genau. Zwar nicht viel, aber ein bisschen. Das kann doch auch weg. Gut, wir sammeln auch so... Ich brauche mal hier drin gehen. Das ist Blödsinn.
Gut, dann fahren wir wieder zurück in die Stadt und looten da weiter und machen die Kiste wieder voll. Ich hab's noch nicht mal komplett leer gemacht. Nun gut, dann ist es dem Teil zu. Seht ihr das, was ich sehe? Ich glaube, wir haben hier einen Bug. Hey, wer ist hier? Echt jetzt? Er hat das Ganze nochmal... Hä? Nö, da ist alt raus. Okay, wir haben jetzt zwei Fahrräder. Okay. Ghosting! Habe ich nichts mehr zu tun. Ist nicht von mir. So, wir waren, da. Heute da. Da waren wir schon drin. Wir sollten auch die Briefkästen auseinandernehmen. Also, kicken. Und so. Da waren wir zwar schon drin, aber ich... Gut. Aber ich könnte das Auto auseinanderschrauben. Und dann sollten wir uns unsere Tasche nochmal leer machen. Wisst ihr was? Ich schraube das Auto auseinander. Ich mache jetzt ein kleines Folgenpäuschen. Ist ja wieder soweit. Und wir sehen uns quasi morgen wieder. Und dann gehen wir in die nächste Hausrunde. Dann machen wir die Stadt platt. Also, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.